Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan Landsiedel, ich bin Diplompsychologe. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein aufbauen. Ich habe mehrere Bücher darüber geschrieben, gebe Kurse und Seminare in dem Bereich. Und in diesem Video geht es konkret um das Thema Schüchternheit überwinden. Ich kenne das Thema sehr, sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung. Als ich ein junger Mann war, so 16, 17 Jahre alt, habe ich mich nicht getraut, zu Hause ans Telefon zu gehen. Warum? Weil ich gedacht habe, es könnte sich jemand verwählt haben. Kannst du dir das vorstellen, wie schlimm das ist? Du gehst ans Telefon, hast eine fremde Stimme? Heute würde ich sagen, völlig albern, stell dich mal nicht so an. Vielleicht denkst du das auch gerade. Aber für mich damals war das ein absoluter Horror. Und deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, ich traue mich nicht, auf jemanden zuzugehen, den anzusprechen. Insbesondere, wenn es um das Thema Beziehungen geht, wenn es um das Thema Mädels geht. Weil genau das war für mich der absolute Horror. Damals, so mit 17, 18, als meine Kumpels langsam anfingen, die erste Freundin zu haben, habe ich mir nur gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wie kann so ein Typ mit Pickeln im Gesicht, dicke Brille, wieso kriegt der so ein hübsches Mädchen und ich krieg keine, bin alleine, bin einsam, drehe mich nachts immer rum und denke, scheiße, wieso will mich denn keine? Was macht der anders? Und es ist völlig klar, was der gemacht hat. Der hat sich getraut. Der hat sich getraut, Mädels anzusprechen. Vielleicht hat es nicht bei der ersten geklappt, aber bei der zweiten, dritten irgendwann mal, weil viele von meinen Kumpels sich nicht getraut haben. Und so kriegt er so auf einmal so eine Hübsche ab und ich überhaupt nicht. Also habe ich gesagt, Stefan, du musst das irgendwie lernen. Du musst lernen, auf andere Menschen zuzugehen. Und dann fing ich an, mir Bücher zu besorgen, mir Filme anzuschauen, Seminare zu besuchen, ganz viele Tipps auch ausprobiert. Vieles davon funktioniert, vieles davon hat aber auch nicht so gut funktioniert. Aber eins ist klar, in diesem Video werde ich dir einige sehr, sehr konkrete und klare Tipps geben. Aber wenn du das Thema wirklich meistern möchtest, dann musst du an deiner Persönlichkeit arbeiten. Dann musst du auch diesen etwas längeren Weg gehen, musst Übungen machen, musst dich selbst reflektieren, um dort eine Persönlichkeit zu werden. Ein paar Tipps einfach dazu, zu diesem Bereich Vorbereitung. Und dann werden wir ganz konkret darüber reden, was kann ich in einer Situation tun, wenn ich jemanden sehe und auf jemanden zugehen möchte. Also, was kannst du im Vorfeld tun? Setz dich hin, überleg dir, was macht dich zu einem wertvollen, zu einem besonderen Menschen? Schreibe dir auf, was sind meine Stärken, was sind meine Talente, was kann ich besonders gut? Überlege dir ein paar knackige Geschichten, die du zum Besten geben kannst. Die sollten stimmen, die sollten wahr sein, aber so, dass du das Gefühl hast, ich bin gut vorbereitet auf ein Gespräch. So, dann, wie kleidest du dich? Passt das zu dir? Fühlst du dich wohl in deiner Kleidung? Kannst du, wenn du damit rumläufst, sagst du, ja, da geht's mir gut. Und nicht dich irgendwie verkleiden, sowas, was gar nicht zu dir passt. Sei der, der du bist und zeig das auch. Also allein dadurch demonstrierst du auch schon Selbstbewusstsein, dass du zu dem stehst, was du anhast und du selber wirst dich auch selbstbewusster fühlen dabei. Dann mentale Vorbereitung. Wenn du zu Hause bist, überlege dir mal in Gedanken, wie soll dieses Kennenlernen, dieser Kontakt idealerweise ablaufen. Stell dir vor, du bist hier, sie ist dort. Und du gehst in deinen Gedanken auf sie zu. Stell dir das einfach vor. Wenn dein Gehirn sagt, das geht nicht, ich kann das nicht, habe ich viel zu viel Angst davor, dann sag, hallo, das ist mein Gehirn hier oben. Ich kann ja wohl bestimmen, was ich mir jetzt vorstelle. Und in dem Moment ist es ja nur eine Vorstellung. Es ist ja noch gar nicht die Realität. Dazu kommen wir nachher. Aber jetzt geht es erstmal darum, im Geist das einzuüben, diese Schleifen auch zu haben, sodass du dann automatisch diesen Film dir so anschaust, wie du ihn gerne möchtest. Und es wird dir eine Menge Spaß machen. Stell dir vor, tob dich in deiner Fantasie aus. Was machst du? Stell dir vor, es läuft super cool. Nach 2 Minuten, sie lächelt dich schon an, du kannst sie berühren, ihr kommt näher aneinander, das passt alles von der Körpersprache her. Stell dir das einfach vor, du trainierst deinen Geist von diesen anderen blöden Bildern wegzukommen. Wenn du dir dauernd vorstellst, so wie ich das damals gemacht habe, im Bett, stellst du dir vor, oh, wenn ich was gesagt hätte und dann, boah, gib sie mir einen Korb, sagt nein und so weiter, boah, grausam. Also, stell dir vor, wie es funktioniert. So, das ist so der eine Part meiner Vorbereitung. Jetzt kommen wir mal ganz konkret dazu. Du bist an einem Ort, du bist unterwegs und da ist sie. Kennst du das? Hast du es schon mal erlebt? Vielleicht vor kurzem sogar, du warst irgendwo, hast eine hammermäßige Braut gesehen, aber du hast dich nicht getraut, einfach sie anzusprechen. Und weißt du, was ganz übel ist? Wenn du es nicht machst, hat es dann vielleicht jemand anderes gemacht. Und dann siehst du, oh Mann, jetzt geht sie mit ihm weg oder jetzt tanzen die oder machen was auch immer. Das hätte ich sein können, der da jetzt ist. Das war für mich damals sehr, sehr qualvoll, das mit einem ums andere Mal mit anzuschauen und mitzuerleben, wie das passiert. Also, wie kannst du das ändern? So, als erstes. Deine Stimmung ist absolut entscheidend dafür, wie es dir in dem Moment geht. Also, wie kannst du dein Selbstbewusstsein, deine Stimmung stärken? Schritt Nummer 1, verändere deine Körperhaltung, deine Physiologie. Es gibt ein sehr wichtiges Prinzip, das heißt, tu so als ob.
Also wenn du nicht selbstbewusst bist, dann tu wenigstens so, als ob du es wärst. Wie würdest du dastehen? Wie würdest du atmen? Wie würdest du gehen auf jemanden? Mach das auch. Und das Spannende ist, deine Körperhaltung wirkt zum einen nach innen, verändert deinen eigenen Zustand, sodass du danach selbstbewusster wirst. Zum anderen strahlst du das aber auch aus. Das heißt, auch die andere Person nimmt dich wahr als jemand, der Selbstbewusstsein hat. Und mal ganz ehrlich, stell dir vor, du wärst eine Frau. Stell dir vor, da kommt ein Typ. Hallo, darf ich mich vorstellen? Da denkst du doch gleich, nee, darfst du nicht. Zieh Leine, hau ab. Wie wenn da jemand kommt, der einfach locker ist, der selbstbewusst ist, entspannt ist, der auf dich zugeht, dann macht es doch gleich viel mehr Spaß, sich mit dem zu unterhalten, in ein nettes Gespräch reinzukommen. Also das heißt, zwei Vorteile. Es wirkt nach innen. Deine Körperhaltung beeinflusst, wie du dich intern fühlst. Und es wirkt auch nach außen. Die anderen sehen, oh Mann, der hat viel mehr Selbstbewusstsein. Also das ist Punkt Nummer 1, deine Physiologie. Das kannst du auch trainieren zu Hause. Stell dich mal so vor den Spiegel, lächel mal dabei. Das Gegenteil, was halt viele machen, wenn sie Angst haben, ist, dass sie ihren Körper halten, dass sie sich zusammenziehen, zusammenzucken. Vielleicht nicht so krass, wie ich das jetzt mache, aber im Ansatz schon. Dann kriegst du weniger Sauerstoff, kannst weniger gut atmen. Vielleicht fängt auch an, dein Herz schneller zu schlagen, deine Stimme bleibt weg. Alles negative Wirkungen, die werden dich nicht ermutigen, auf jemanden zuzugehen. Also sorg aktiv dafür, dass du in einer sehr guten Körperhaltung bist. So, jetzt passiert eins. Also du hast sie gesehen. Na, nehmen wir an, ich bin jetzt mal irgendwo unterwegs und da ist eine super, super geile Lady und ich denke, wow, mit ihr was zu erleben, vielleicht in meiner Fantasie stelle ich mir das auch schon vor. Oh, aber ich muss sie ja erst noch irgendwie ansprechen. Okay, was mache ich jetzt? Und in diesem Moment startet in meinem Kopf die Hitparade. Die Hitparade der dummen Ausreden. Die hat doch längst einen anderen. So eine wie die steht doch nur auf Typen mit dicken Muskeln oder die reich sind oder die hat schon längst einen Freund, da habe ich überhaupt keine Chance. Weiß nicht, kennst du das? Kennst du solche inneren Dialoge? Die sind total destruktiv, die können dich runterziehen, die können dir jede Kraft und Energie rauben. Und ich habe damals angefangen zu trainieren. Ich habe damals mich mit Affirmationen beschäftigt. So, ne? Selbstbeeinflussung durch Vorsatzformeln. Und da habe ich so auswendig gelernt einen Satz und den habe ich mir immer vom Spiegel vorgesagt. Ich bin eine einflussreiche und erfolgreiche Persönlichkeit. Mein Selbstbewusstsein strahlt nach außen und durchdringt alles um mich herum. Ich bin absolut selbstbewusst und sicher. Jawohl, yes, yes. Das habe ich dreimal täglich gemacht. Aber kurz danach habe ich immer gedacht, oh Gott, es funktioniert nicht. Oh mein Gott, positives Denken funktioniert bei allen, nur bei mir nicht. Ich mache irgendwas falsch. Und wenn du das machst, dann kann es auch nicht funktionieren. Also du musst schon auch dran glauben. Du musst das machen mit Überzeugung und du musst das häufiger wiederholen. Also, konkrete Übung für dich zum Tun. Schreib dir einen kleinen Text oder besorg ihn dir irgendwo aus dem Internet oder stell dir was zusammen, wo du dir selber einfach Mut und Selbstbewusstsein zusprichst und wiederhole das für dich häufiger. So, für mich damals, das hat nicht funktioniert. Ich war nicht lange genug dabei und geduldig. Und deswegen war ich froh, eine andere Technik kennenzulernen. Eine Methode, mit der man genau an diesen inneren Stimmen arbeiten kann. Also wenn ich da saß und dieser Satz kam, boah, die hat auch einen anderen, dann fing ich an, die Mickey-Maus-Technik anzuwenden. Und dabei nimmst du diesen Satz und du lässt ihn einfach schneller laufen. So wie wenn man in Heliumgas spricht oder einfach mit Double Speed sich etwas anhört. Es klingt dann ungefähr so. Der hat doch längst einen anderen, bei dem bist du vielleicht nicht bei mir. Das heißt, die eine Stimme von mir hat gesagt, hey, geh mal rüber, boah, hammermäßige Braut, die musst du unbedingt kennenlernen. Und die andere Stimme sagt, nee, du wirst dich blamieren. Und diese Stimme, die verzerre ich jetzt. Nee, du wirst dich nicht blamieren, dann hast du keine Chance. Was passiert dann, wenn du das machst? Die Stimme fängt an, lächerlich zu werden. Und das klingt jetzt furchtbar simpel und einfach, ich weiß es, aber diese Technik ist hochwirksam. Weil du kannst diesen Satz danach nicht mehr ernst nehmen. Und wenn du diesen Satz mal abgeschwächt hast, kannst du ihn austauschen durch etwas, was dich mehr unterstützt, auf diese Person zuzugehen. Und bei mir war das damals das Lied von Tina Turner, Simply the Best. Also du bist einfach der Beste oder einfach der Beste. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass in dieser Situation, da ist das Mädchen, ich höre diese Stimme von Tina Turner kommt, You're simply the best. Gib ihr eine Chance. Finde heraus, ob sie einen guten Geschmack hat. Merkst du, was da passiert?
In dem Moment fange ich an, dem Ganzen eine andere Bedeutung zu geben. Nicht, ich bin so klein, ich bettel darum, dass du mich anhörst, sondern hey, ich bin ein kleiner Gott und du bist eine Göttin. Das heißt, hier treffen sich zwei Menschen, die beide ganz viel Wertvolles zu geben haben. Das ist eine völlig andere Haltung wie, oh, ich weiß ja nicht und hoffentlich schaut sie mich überhaupt an. So, Tina Turner hat also gesungen und Tina Turner hat noch einen Chor mitgebracht. Stell dir vor, in deinem Kopf singen ein ganzer Chor von 100 Menschen, singt für dich, ja, geh rüber, sprich sie an, lern sie kennen, finde heraus, ob sie einen guten Geschmack hat, dann kommen die Trommeln, dann kommen die Fanfaren, ta-da-ta-ta. Und plötzlich ist da ein Sog, plötzlich werde ich quasi hingezogen, ein neuer Mensch in meinem Leben und vielleicht hält sie das, was sie verspricht, von ihrem Aussehen, von ihrem Lächeln und es wird eine fantastische Begegnung werden. Und plötzlich ist da ein Antrieb, auf diese Person zuzugehen. Okay, ich weiß. Musst es ja nicht gleich übertreiben. Vielleicht lässt du das mit dem Chor weg. Vielleicht fängst du einfach an, diese Stimme zu verändern. Und in dem Moment, wo du merkst, wo dieser blöde Dialog startet und dich runterzieht, dass du anfängst, die Stimme lächerlich zu machen, auszutauschen durch eine andere. Okay? Also, Physiologie verändern, mit dieser inneren Stimme arbeiten. Und dann wirst du sehen, wie es dir viel, viel leichter fällt, auf diese Person zuzugehen. Und dann stehst du plötzlich, gehst auf sie zu, locker, entspannt, relaxed, schaust sie an, freust dich, dass du sie kennenlernst. Ja, auch das passiert nach einiger Zeit. Wenn du es ein bisschen häufiger übst, diese Sachen, dann wirst du merken, wie du richtig Lust darauf hast, wie du Bock darauf hast, fremde Menschen kennenzulernen. Denn warum sollte man an einem Abend nur eine Person kennenlernen? Es sei denn, ihr seid natürlich beide so ineinander verknallt, dass ihr gleich ein Paar werdet. Aber vielleicht möchtest du ja an einem Abend auch noch jemand anderes kennenlernen. Und noch jemand möchtest vielleicht vergleichen, wer passt denn vielleicht noch besser zu mir. Oder du nutzt die Gelegenheiten, auf denen du sonst bist. Partys, Fußgängerzone, Schwimmbad, jetzt wenn der Sommer kommt. Oder wo auch immer du gerade unterwegs bist, um einfach Menschen kennenzulernen, weil du Spaß dran hast, auf Menschen zuzugehen, sie kennenzulernen. Und pickst dir halt die Menschen raus, die besonders wertvoll für dich sind. Vielleicht als Partnerin oder als Freunde oder was auch immer du gerade in dem Moment suchst. Ja, natürlich ist das noch nicht alles. Wenn du vor jemand stehst, ist dann auch natürlich die Frage, und wie eröffne ich jetzt? Was sage ich denn jetzt dazu? Und falls dich das Thema interessiert, dann schreib mir einfach einen Kommentar. Und dann drehen wir auch dazu ein Video, dann werde ich dir meine besten Methoden aufzeigen, wie ich jemanden anspreche, wie ich jemanden kennenlerne. Und im Laufe der letzten Jahre sind es einfach Hunderte von Menschen geworden, die ich angesprochen habe, die ich kennengelernt habe. Und was daraus für Beziehungen entstanden sind, ist einfach nur grandios und fantastisch. Und das wünsche ich dir auch, dass du deine Schüchternheit überwindest, dass du in Zukunft mutig auf andere Menschen zugehst und dass du reich belohnt wirst, mit vielen guten Kontakten, Beziehungen und Gefühlen. Ja, und wenn du das Thema super spannend findest, es gibt von mir ein Buch dazu, in 100 Tagen zum Profiflirter. Da beschreibe ich so ein Programm, wie man mit ganz vielen kleinen Übungen, es geht wirklich ganz simpel los. Am Anfang beschäftigst du dich erstmal nur mit dir selber, mit deinen eigenen Stärken und so. Dann gehst du kleineren Übungen, mal jemand nach dem Weg fragen und steigert sich dann immer mehr weiter bis hin zu, wie habe ich ein Rendezvous, wie habe ich ein Date und wie mache ich das Ganze. Also 100 Tage zum Profiflirter, tolles Trainingsprogramm für dich, um Schritt für Schritt das zu lernen. Es gibt auch noch weitere Bücher von mir, das wirst du sehen. Die Magie des Flirtens gibt es auch gratis auf meiner Website www.flirtmitmir.de. Kannst du dir dort runterladen gegen Eintragung deiner E-Mail-Adresse. Und dann würdest du auch erfahren, wann bei uns die nächsten Flirt-Seminare stattfinden oder das nächste Single-Seminar. Denn auf dem Seminar selber flirtest du dich natürlich auch super leicht und einfach. Und dann wirst du viele tolle neue Kontakte in dein Leben holen. Und gemeinsam tut es auch oft leichter, sich da aufzuraffen, sich zu unterstützen. Also, viel Spaß in Zukunft beim Ansprechen von anderen Menschen und ich wünsche dir alles Gute dabei. Bis bald.